Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, Lieben, auf geht's nach einer weiteren kleinen Pause. Tut mir sehr, sehr leid dafür. Lag zum Teil an mir und zum Teil aber auch an dem Ameisenfutterbug. Der hat's für mich echt unspielbar gemacht, hat extrem geruckelt. Und da musste ich jetzt erst auf den Hotfix warten. Der ist jetzt rausgekommen und wir können weitermachen. Unsere Treppe hier ist soweit noch gebaut. Bis nach oben an den Milchmolar kommen wir also ran, können wir den noch holen und danach geht es dann weiter mit einer kleinen Planänderung. Eigentlich war ja jetzt der ursprüngliche Plan, rüber zu gehen in die Hecke nochmal und da auch ein bisschen nach Milchmolaren zu schauen und nochmal Glühwürmchen zu jagen und so weiter. Das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich will jetzt tatsächlich als nächstes ins Teichlabor runter. Wir sind schon die ganze Zeit dafür dementsprechend gut ausgerüstet und ich möchte einfach die nächsten Burgle-Chip haben, da ein bisschen vorankommen mit den Laboren, weil da haben wir auch noch viel, viel vor uns. Und ich möchte auch einfach die Sachen erreichen, die ich selber noch gar nicht kenne, weil das Teichlabor kennen wir noch aus Staffel 2. Und danach ist eigentlich alles neu. Das verseuchte Gebiet hatten wir uns in Staffel 2 noch angeguckt. Da gab es zumindest im Ansatz schon was, aber da war noch nicht wirklich viel. Verseuchte Tiere gab es auch nur so ein paar. Es gab diesen Unkrautvernichtungssprenger da. Und mehr auch nicht. Deswegen, nach dem Teichlabor kommt also sofort schon das erste Mal richtig was komplett Neues und auch komplett neue Gebiete dann. Deswegen machen wir jetzt als allererstes mal das Teichlabor als nächstes, weil wie gesagt, da sind wir die ganze Zeit auch schon super für ausgerüstet. Eigentlich hätte ich... können wir gleich noch machen. Da oben nochmal vorbeigucken können. Wir haben jetzt nochmal zwei normale Milchmolare. Da könnten wir... unsere Lebensenergie nochmal. Pete, jetzt hüpft er ja wieder raus. Mach keinen Mist jetzt hier. Hopp, da könnten wir unsere Lebensenergie eigentlich sogar nochmal verbessern. Ja, das könnten wir. So, jetzt lass uns aber kurz mal gucken, was brauchen wir denn. Wir brauchen dann auf jeden Fall den Helm. Wir brauchen dann auf jeden Fall die... Wo sind sie hin? Da, die Flossen. So, wir brauchen den Helm, wir brauchen die Flossen. Wir haben ein Knochenmesser dabei, wir haben das da, wir haben eine Schaufel dabei, wir haben unsere Waffen dabei. Wir sollten übrigens mal alles reparieren, was wir gerade so dabei haben. Hier, komm mal her, reparieren wir dich mal. Und was kostest du zum Reparieren? Geht, reparieren wir dich. Reparieren wir dich. So. Wir behalten also nur zum Kämpfen unsere Koi-Rüstung an. Zum Schwimmen haben wir das. Fackel für Unterwasser haben wir hier dabei. Wir haben ein paar Smoothies dabei. Wir packen uns vielleicht lieber noch ein paar mehr Smoothies ein. Wir können ja jetzt 10 Stück immer stapeln. So, das heißt, wir können ja hiervon nochmal 5 Stück mitnehmen erstmal. 2, 3, 4, 5. Mal hier und Schwimmgeschwindigkeit. Flüssigzorn, Angriffsstärke. Hier, den machen wir nochmal. Einmal reicht, glaube ich, fürs Reinschwimmen. Davon haben wir nichts mehr vom Lausator. Und der ist nochmal Atem holen. Und stell davon auch nochmal 2 her. So. Jetzt würden wir also... So, wir haben... Die Axt brauchen wir unter Wasser nicht unbedingt. Wir brauchen eher das hier. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem mit. So, wir haben den Hammer dabei. Wir haben das dabei. Wir haben das. Wir haben Schaufel. Wir haben Munition, wir haben die Waffe dabei. Sortiere einfach mal durch. So. Das haben wir dabei. Wir haben den Helm, wir haben die Flossen. Unsere Rüstung ist noch gut in Schuss. Der Schild ist in Ordnung. Fackel für drinnen. Ja, komm, wir machen uns noch eine zweite Fackel für drinnen. Wo ist sie? Da. Fackel plus. Noch eine hergestellt. Sehr schön. So. Das heißt, wir ziehen das alles an. Du und du. Dann schlürfen wir die Flüssigflossen. Schlürfen den. Nehmen schon mal die Fackel. Und unseren Dolch. Fürs Unterwasserkämpfen. So, okay, dann wir trinken den. Wir trinken den. Haben wir Essen dabei. Normales Trinken haben wir dabei. Essen haben wir nicht dabei. Aber Essen findet man da unten auch, glaube ich. Da kann man schon ein bisschen was finden. Zur Not pflücken wir ein paar Algen. Wir nehmen uns auch jetzt erstmal nur ein paar Algen mit. Die machen schon ganz gut satt. So, okay. Einen Schluck trinken können wir vorher hier noch im Vorbeigehen. Alles klar, Leute.
Wir gehen runter, auch ohne Lebensenergie nochmal zu holen. Wir schwimmen direkt hier rüber, Richtung Labor, nach unten. Erstmal gucken, wie das nochmal war. Wir müssen ja irgendwie erstmal den Eingang aufmachen. Kein Koi zu sehen. Ab geht's. Sind wir schnell? Guck mal, wie viele Ruderwanzen auf einmal. Moment, die müssen wir eben mal ganz kurz, wenn hier so eine ganze Truppe... Dann müssen wir euch leider eben gerade mal einmal alle mitnehmen. Weil... Ja, sammeln erstmal ein. Wie lange hält denn so ein Smoothie? Der uns hier schneller... Da unten läuft die Zeit. Okay, so lange hält das gar nicht. Mit dem schneller Schwimmen. Aber aus euch können wir nochmal welche machen für schneller Schwimmen. Deswegen, die müssen wir... Wenn so eine ganze Truppe hier gerade ist... Wahrscheinlich schwimmen wir jetzt genau ins Maul vom Keul rein. So. Okay, die... Ich dachte, ich habe ihn gehört. Okay, noch einen Moment können wir, ja? Noch eine. Was ist denn hier los? Kommt ihr denn alle her? So, die geben uns ja jedes Mal ein bisschen Luft wieder. Ab nach unten. Hier geht's Richtung Teichlabor. Wollen wir auch gleich noch ein paar Knochen mitnehmen und ein paar Schuppen? Wenn wir finden, da ist nochmal eine Schuppe. Nehmen wir ruhig mit. Palme und Tatplätze werden ja gleich frei. Wir verbrauchen ja die Smoothies gleich noch, zum Beispiel jetzt schon mal. Ach Moment, Atem holen habe ich nur einen zweiten mitgenommen. Können wir, und unter Wasser können wir natürlich nichts trinken. Na gut, macht nichts. Wir haben ja oben die Luftblasen am Schlauch, können wir gleich noch Luft holen. Jetzt gucken wir erstmal, wo hier überall noch... Vor allem Knochen brauchen wir noch. Ich glaube, da kriegen wir aber eher auf dem Weg weiter rein noch welche. So, wir werden schnell nochmal Luft holen hier. Das ist so unsere Luftblase. Ton nehmen wir jetzt hier unten nicht mit. Hier, da ist noch ein Knochen da vorne. Und die Schuppe nehmen wir auch mit. Und da haben wir noch eine Geräte da vorne. Komm her. Hopp. Einmal hier. Und hier gibt es auch schon gleich wieder was zu essen. Nehmen wir auch gleich noch ein paar Algen mit. So. Hier gab es ja auch irgendwie noch so ein... Oder war das weiter hinten? Irgendwo gab es doch hier auch noch so geheim versteckten Tunnel zum Reintauchen. Die Schatzkiste war ja hier unten, aber den Schlüssel haben wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir den gekriegt haben. Ich meine, das war nämlich in diesem Geheimgang, den es hier noch irgendwie zum Reintauchen gibt. Da kam man doch irgendwie an den Schlüssel für die Kiste hier ran. Moosiger Schlüssel. Ich meine, der war irgendwo hier in der Höhle zu finden, hier unten. Guck mal, wie viel Knochen... Was ist das für ein Geräusch? Oh, ich weiß nicht, was ist das für ein Geräusch? Das ist hier oben nur. Ich dachte schon, der Koi ist hier unten drin. Das sieht auch cool aus mit dem Auge von dem T-Rex. Wir holen nochmal Luft. Nicht, dass der Eingang schon hier vorne gleich irgendwo war. Ich weiß es nicht mehr. Kann das sein, dass es hier sogar gleich irgendwo war? Wir holen erstmal Luft. Oder das war weiter hinten drin. Aber irgendwo, meine ich, konnte man den Schlüssel auch direkt hier unten finden. Ah, nein! Weg ist sie. Muss auf die nächste warten. Oh, da ist sie schon. Blub. Guck mal noch einmal kurz hier am Rand so ein bisschen. Aber es kann sein, dass es auch weiter drin war. Ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, wo das war. Aber irgendwo gab es hier doch auf jeden Fall irgendwo einen Tunnel unten drin, wo man reintauchen konnte und eben diesen Schlüssel gefunden hat. Ziemlich sicher. Warte mal. Nee, hier ist es nicht. Okay, schwimmen wir erstmal weiter rein. Guck mal, dass wir das Labor aufbekommen. So. Einmal hier durch. Oh, was ist das? Oder war das hier? Da haben wir nochmal einen Knochen. Hier auch schon eine olle Wasserspinne. So, da pustet es uns nach oben, aber da kommen wir nicht rein. Irgendwo hier konnten wir rein. Erstmal Luft holen. Sehr schön, und davon brauchen wir auch noch ordentlich. Guck mal. Ich wusste, hier gab es irgendwo auf jeden Fall jede Menge zu holen. Ha! Einmal auf, bitte.
Ist auch neu. Das letzte Mal hier waren, konnte man einfach so da reinschwimmen. Und willkommen im Teichlabor. Erstmal gleich eine Kassette hier vorne. Ach, guck mal, genau hier. Mussten Strom auf die Sicherung geben draußen. Jetzt haben wir hier schon mal eine... Wie es jetzt anhört, wie wir hier rumschlappen mit unseren nassen Klamotten. Hallo, Sekunde, wir sind noch nicht ausgerüstet für den Kampf. Ist unsere Schleimfackel aus? Wir haben keine Schleimfackel mehr, haben wir die jetzt verbraucht? Das war eine komplett... Autsch! Eine komplett volle Schleimfackel, die hat aber nicht lange gehalten. Kannst du bitte den Schild noch nehmen, wäre super. Das, was ist denn das für ein Trick? Oh, der ist neu. Wir sollten dich vielleicht erstmal scannen, ganz kurz. Autsch! Okay, wir können aber sogar seine Elektrokugel zurückblocken. So viel Schaden machen wir nicht, aber er auch im Moment noch nicht. Pieks, pieks, pieks. Nimm das! Hundert pure Wissenschaft. Und wir haben so eine Karte in Gold gefunden. Stimmt, das habt ihr auch gesagt. Goldene Karten gibt es ja immer von denen. Und von allen kann man goldene Karten wohl finden. Guck mal, wir haben hier sogar eine Bombardierkieferkarte in Gold. Eine Samtmilbe haben wir in Gold. Den haben wir in Gold. Eine Rüsselkiefer und eine Blattlaus. Und überhaupt noch nicht so wirklich viel gescannt. So, Moment, jetzt müssen wir erstmal schauen. Für diese Laterne, können wir die einfach so im Vorbeigehen herstellen? Oder brauchen wir dafür unbedingt extra eine Werkbank? Brauchen wir eine Werkbank. Material hätten wir hier unten. Hat die nur so kurz gehalten? Hamstest Tag 1. Jetzt will ich erstmal ganz kurz... Ich muss sagen, hier gab es eine Werkbank. Okay, wir holen mal eben das Material. Wir brauchen... Schleimstängel, Seegrasfaser, Seewachs. Das haben Seerosenwachs. Das haben wir alles hier unten. Das ist einmal im Moment dunkel, wobei hier war ja ein bisschen Licht an. So, hier gibt man das her. Seegras, das ist auch nochmal welches. Dann brauchten wir... Ach, da liegt schon eine fertige Laterne im Regal. Super, dann brauchen wir gar keine bauen. Machen wir aber trotzdem. Jetzt brauchen wir den 4 von jedem. Ja, super, dann bauen wir uns gleich noch eine zweite. Und erstmal wieder raus hier. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt hier im Labor erstmal die einfache. Alles klar, lesen wir ganz kurz. Das hört sich echt gut mit den nassen Klamotten. Hamstest Tag 1. Hamstest Tag 1. Anfängliche Proben zeigen, dass alles nach Plan verläuft und wir mit der Testphase der Rosenkohlzüchtung anfangen können. Mittels des automatisierten hydroponischen aquakulturellen mikroponischen Systems. Nennen wir es HAMS. Burgels Aufgabe, das Pilznetzwerk des Biodoms zu kultivieren, scheint kein völliger Fehlschlag gewesen zu sein. Signale sind in allen Extremitäten erkennbar. Biodom aktiv, Wachstumsknoten aktiv, Nitrierungssystem aktiv, Pilznetzwerk aktiv, überraschenderweise. Die Ernte dauert typischerweise noch 90 Tage, aber anfängliche Tests zeigen, dass kleine Sprossen binnen einer Woche bereit sind. Wir planen, das noch weiter zu optimieren. Aber natürlich ist eine gewisse strukturelle Integrität weiter notwendig, um sie dann auf Pampelmusengröße hochzuskalieren. Wer will denn bitte Rosenkohl in Pampelmusengröße? Er ist auf jeden Fall langsam, er verliert langsam den Verstand. Verrückter Wissenschaftler, er will Rosenkohl in Pampelmusengröße. Wie kann man das wollen? Alles klar, Leute, wir haben das gelesen. Wir haben noch eine Kassette zu hören. Dann schwimmen wir wieder raus und aktivieren mal die Sicherung. Each member of the Tully family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Within its densely packed leaves, a high-powered nutrient boost in a miniature form factor. And yet mealtime after mealtime, it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. You see, these little morsels are a prime candidate for experimentation in my new submersible multifunction lab.
Kriegen wir hier vielleicht jetzt sowas wie Buff-Food? Okay, gehen wir erstmal raus. Gehen wir raus und aktivieren die Sachen. Hier ist mal eine Alge. Ist gleich noch eine Alge. Und ist noch ein paar mehr Algen. So, und dann trinken wir noch kurz einen Schluck. Und dann gehen wir erstmal raus und gucken nach den Sicherungen. Bevor wir das nächste lesen. So, Messerchen mit. Schleimpilzlaterne mit. Das wieder. Flossen an. Auf geht's. Raus. Das auch zu. Wir müssen hier raus. Strom haben wir jetzt drinnen angemacht. Das heißt, müssten wir hier draußen irgendwo Sicherung anschalten können. Und ich weiß nicht, dann war es vielleicht auch irgendwo hier draußen, dass wir hier diesen Schlüssel finden können. Da ist schon mal eine drin. Oh, musste man da ganz hier hinten durch? Sieht fast so aus. Ja. Yep. Okay, Luft ist noch einigermaßen okay. Wir sind hier drin. Die ist an. Können wir hier noch was mitnehmen? Du bist nur einfach ein Kiesel. Da! Da leuchtet doch ein Molar. Gut, dass wir das Messer mitgenommen haben. Komm, hau drauf. Da müssen wir sogar zwei Wurzeln wegklopfen. Sauerstoff. Wie cool. Okay, raus hier. Halt, Moment, da hängt noch einer an der Ecke. Ein Scabby. Frostbeule, jetzt aber raus hier. Raus, 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 raus. Lass mich raus. Rum hier. Das ist nicht der... Doch, das ist der Ausgang. Raus, Luft holen. Sehr schön, ersten haben wir an. Da drüben ist schon die zweite. Nicht da reingeraten jetzt, sonst pusten sie in die Mitte. Sehr schön. Ein Scabby und ein Molar, der hinter Wurzeln festgegangen hat. Wie cool, jetzt haben wir schon drei wieder von den normalen. So, was sagt die Schleimlaterne jetzt schon wieder? Geht, warum sind die anderen so schnell alle gewesen? So schnell geht das doch gar nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, weiter zur nächsten. Die hat uns ja schon direkt angeleuchtet jetzt hier gerade hier vorne. Teichlabor. Hier muss irgendwo der Eingang, also irgendwo hier muss dieser, der Durchgang gewesen sein, auf jeden Fall um den Schlüssel zu finden für die Schatzkiste hier unten, für die große. So, und eine war da drüben noch. Hier sind nur Schuppen, da können wir nichts mitnehmen. Nee, ich weiß, da kann sich da irgendwas öffnen. Sieht nicht so aus. Nee, 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 nee. So, und jetzt hier drüben rein nochmal. Oh, kann sogar sein, dass das hier war, wo die Spinnen auch unterwegs waren. Da sollst du nicht drauf, wo sollst du es anmachen? Drauf und sollst du auf die Spinnen. Nee, hier hinten geht's nicht weiter rein. Da leuchtet aber noch irgendwas. Da unten, guckt mal. Ach nee, das war... Ach, die Schraube. Das sah aus wie ein leuchtender Molar kurz. Da leuchtet aber noch irgendwas grün. Ach so, das ist die Sicherung. Alles klar. Sehr schön. Okay, schwimmen wir erstmal wieder rein. Kann sein, dass es... Oder war es da hinten an dem Ding vorbei? Wir müssen gucken, ich weiß es nicht mehr genau. Was zeigt er uns da jetzt an? Achso, jetzt können wir in die Mitte rein, ne? Stimmt, jetzt ist die Luke in der Mitte ja auf. Aber erstmal mal Luft holen. Wir machen die Tür ja von der anderen Seite jetzt auf. Stimmt, die machen wir von der anderen Seite auf. Okay, wieder raus. Ne, Moment, bevor wir wieder rausgehen, baue ich jetzt mal die Fackel hier auf. Die zweite. Zapp.
Einmal Schleimlaterne. Yep, herstellen. Gleich Reserve. Und wieder raus. Mal gespannt, ob das aufhört, dass wenn wir eine Weile hier im Trockenen rumlaufen. Oder ob die Klamotten die ganze Zeit nass bleiben, bis wir hier wieder rauskommen und oben Sonnenlicht abkriegen. So. Jetzt aber erstmal ganz kurz, Moment. Das ist es nicht. Hier, hier, da wollte ich dran vorbeigucken nochmal. Hier kann man weiter rein, Leute. Hier kann man weiter rein, hinter dem. Hier konnte man noch weiter rein. Oh, 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 oh. Da, da sind die ganzen Viecher. Hier muss irgendwo der Schlüssel gewesen sein, sage ich. Und eine Forschungsstation eventuell sogar noch. Oder wir kriegen eine über Wasser angezeigt. Da, ein Raw Science. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... Wir müssen gleich eine Wasserspinne erlegen, würde ich sagen, für... Hier gibt es irgendwo den Schlüssel, Leute. Wir müssen zurück. Ja, 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 ist gut. Guck, Schlund in der Tiefe, hier kommt man sogar wieder raus. Au, 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 au. Hier kommt man an einer anderen Stelle wieder raus. Die rot leuchtenden Augen. Oh, sind wir hier oben nochmal an der anderen Seite vom... Da kommt man irgendwie an den... Oh, lecker, lecker. Da kommt man irgendwie... Ah, wir sind hier bei dem umgekippten Blumentopf. Vorsicht, da sind... Guck mal, eine Taucherlaus. Da kommt man an den Schlüssel, sage ich. Oh, die hat irgendwas gefressen, glaube ich, jetzt gerade. Ach, du bist es nur. Ist das eine Radnetzspinne? Oder ist das eine Wolfsspinne? Spy. Ist eine Radnetzspinne. Euch haben wir auch schon alle gescannt, ne? Ja. So. Trink nochmal jetzt nochmal einen hiervon für Atem holen. Okay, auf geht's nochmal runter hier. Gucken, dass uns der Koi jetzt nicht in die Quere kommt. Hier, da kommen schon die Spinnen an. Hier ist es, hier ist der Schlund in der Tiefe. Aber der Schlüssel war auch irgendwo noch trotzdem ziemlich versteckt da drin. Den konnte man auch nicht so einfach finden. Wie denn das ranziges Unterwasserspinnenvieh, du. Aber der war hier irgendwo. Der war hier irgendwo drin. Bin mir so sicher jetzt. Hier haben wir gerade eben die Science gefunden. Komm schon, wo bist du, Schlüssel? Für die Kiste. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut. Ich weiß, ihr wohnt hier. Vor allem, der ist auch nicht so klein, dieser. Also so winzig ist der nicht, dieser Schlüssel. Mal wieder dahin. Hallo, hallo. Hier ist auch aber nichts. Aber das ist auf jeden Fall hier. Muss in der Ecke einfach sein. Komm, lass uns nochmal Luft holen gehen. Machen wir erstmal jetzt die Mitte auf. Gehen wir erstmal da rein. Da muss ich dann vielleicht auch offscreen nochmal ein bisschen absuchen, da im Dunkeln. Aber der muss irgendwo da sein. Wenn ich ihn dann finde, dann kommt das natürlich in die Folge rein, dass ich den nicht, dass ich den Fundort nicht dann da... Ach so, falsch, wir müssen ja raus. Dass wir den Fundort alle zusammen entdecken. So, raus, raus, raus. Ja, ja, ist gut. So, und jetzt hier rein. Mit Anschwung.
Hat nicht so ganz geklappt, wie soll der? Aber im zweiten Anlauf. So. Und jetzt macht doch hier erstmal einmal die Tür. Moment, können wir hier nicht sogar einen Respawn-Punkt setzen? Nimm mal die weg. Ja. Falls was schief geht, kommen wir gleich hier unten im Labor wieder raus. So, jetzt kannst du es nochmal gucken. Da ist eine Tür zu. Zwei Türen sind zu. Und es geht nur an einer Seite weiter. Wir sind das nicht. Ah, Moment. Und zieh jetzt auch mal hier wieder die Rüstung an. Und nimm mal die Fackel lieber. Halt, nimm sogar nochmal die Fackel lieber. Raw Science! Immer her damit. Was war das denn für ein Geräusch? Muskelsprossen! Ah, die neuen... Nicht die Brussels Sprouts, die Muscle Sprouts jetzt. Ach, guck mal, wie super. Material zum Aufrüsten. Ich glaube, ich höre draußen immer noch die Wasserspinnen rumeiern. Hier auch nochmal. Nochmal was zum Lesen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zum Lesen jetzt hier. So, da geht's wieder ins Wasser. Bleiben wir erstmal kurz aus dem Wasser raus. So, da ist eine Tür zu. Können wir von der Seite nicht öffnen. Da sind die Hauptkontrollen fürs Labor. Da geht's auch wieder ins Wasser runter. Okay. Haben wir zwei Auszüge ins Wasser und einmal zurück hier rum. Und dann, das ist der Weg ganz zurück. Alles klar. Okay, Lieben, ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir langsam zum Ende dieser Folge kommen, bevor wir weiter... weiter reingehen ins Teichlabor. Zumindest ist schon mal die Luke hier offen. Und jetzt müssen wir noch den Schlüssel draußen finden. Auf jeden Fall für die Schatzkiste. Und hier drin gucken wir, dass wir die Kuppel dann öffnen. Und alle Zugänge vom Labor natürlich. Irgendwo hat der, im Teich gibt es ja noch mehr Ein- und Ausgänge dann. Und mal gucken, was wir mit diesen Muskelsprossen dann machen können. Vielleicht ist das wirklich dann für den ersten Buff-Food, den wir haben können. Sehen wir in den nächsten Folgen, ihr Lieben. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.